Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute wollen wir mit Hilfe des Calliope Mini einen Countdown programmieren, der auf der LED-Matrix angezeigt wird. Das soll wie folgt funktionieren. Jede Sekunde soll eine weitere LED angeschaltet werden und sind alle LEDs an, soll ein Signalton erklingen. Dafür brauchen wir die Blöcke aus den Kategorien Grundlagen, Eingabe, Variablen, Schleifen, LED und Musik. Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten, das Ziel zu erreichen. Wie man das aber clever mit Schleifen hinbekommt, seht ihr jetzt im Video. Wir haben hier ein neues Projekt gestartet und sehen wieder unseren blinkenden Smiley. Dieser ist genau genommen auch mit einer Schleife programmiert, und zwar einer Dauerhaftschleife. Wie der Name schon sagt, wird hier alles dauerhaft von oben nach unten abgearbeitet, ohne Ende. Jetzt sollen aber gewisse Dinge nur ausgeführt werden, während eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Zum Beispiel soll eine Heizung nur an sein, solange das Fenster geschlossen ist oder nur für eine gewisse Zeit. Oder auch die Zähne sollten ca. 3 Minuten lang geputzt werden und nicht den ganzen Tag. Um unseren Countdown wieder kontrolliert starten zu können, nehme ich aus dem Bereich Eingabe den Block Wenn-Knopf A gedrückt. Jetzt haben wir hier unter Schleifen eine Zählschleife oder aus dem Englischen auch Vorschleife genannt. Hier wird die Variable Index bei jedem Durchlaufen einmal erhöht, man sagt inkrementiert. Diese Schleife wird so lange durchlaufen, bis unsere eingestellte Zahl erreicht wurde. Zum Beispiel wird die Schleife 5-mal ausgeführt. Achtung, 5-mal deshalb, da wir 0, 1, 2, 3, 4 zählen. Jetzt schiebe ich aus dem Bereich LED den Block Zeichne XY in meine Schleife. Hier kann ich meine Variable Index einfügen und es wird nach und nach eine LED mehr angeschaltet. Um dies auch mit dem Auge sehen zu können, füge ich hier noch eine Pause mit 1000 Millisekunden ein, da das Programm sonst so schnell wäre, dass ich es nicht wirklich sehen könnte. Wie wir sehen, wird jetzt in Richtung der Y-Koordinate jede Sekunde immer eine weitere LED angeschaltet, bis alle 5 leuchten. Um das auch in X-Richtung zu erweitern, benenne ich erstmal meinen Index in Y-Index um. Anschließend kann ich mir wieder den gleichen Schleifenblock nehmen, um meine bisherige Schleife in die neue Schleife zu schieben. Jetzt noch den Index in X-Index umbenennen und diesen auch in den Zeichnerblock schieben. Jetzt wird die ganze Anzeige wie gewollt genutzt. Um den Countdown auch mehrmals nutzen zu können, ist empfehlenswert, vor dem Start der Schleife nochmal den Bildschirminhalt zu löschen. Und nach dem Ablauf der Schleife könnte man auch noch einen Signalton einfügen, um auch zu hören, wenn die Zeit abgelaufen ist. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Weitere Videos rund um den Calliope Mini findet ihr bei uns in der Infobox. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst doch auch gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Selbstprogrammieren!